Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute mit dem Thema Ausnahmen. Ausnahmen sind ein Konstrukt in Java. Das ist ganz praktisch. Das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Damit begegnet man nämlich dem Problem der sogenannten Laufzeitfehler. Das sind Fehler, die dann auftreten, wenn das Programm abläuft, eben zur Laufzeit. Also im Gegensatz zu den Fehlern, die Sie bekommen, wenn das Programm nicht kompilierbar ist, weil Sie es nicht richtig formuliert haben, sind das also Fehler, die auftreten, wenn wir eigentlich schon ein laufendes Programm haben. Die Ursachen sind vielfältig, es kann ein logischer Fehler sein. Bei den Arrays haben wir das ja auch gesehen, wenn man zum Beispiel irgendein Feldelement zugreift, was größer ist als die Feldlänge, dann greift er ins Leere. Oder es gibt eine fehlerhafte Bedienung, der Benutzer gibt halt keine Zahl ein, sondern einen Namen oder so. Oder das Laufzeitsystem hat ein Problem, ja, zum Beispiel der Speicher ist voll oder der Zugriff auf die Festplatte funktioniert nicht und so weiter. Dazu gibt es sogenannte Exceptions. Die deutsche Übersetzung wörtlich wäre Ausnahme. Und das sind im Prinzip Sprachmittel zur kontrollierten Reaktion auf solche Probleme. Ganz wichtig, man sieht hier ganz oft die Formulierung Fehlerbehandlung. Das ist ja eigentlich falsch, denn Fehler, also wenn ich zum Beispiel den Algorithmus falsch implementiere, das kann ich damit ja eigentlich nicht behandeln. Das Einzige, was ich eben damit behandeln kann, sind Ausnahmen. Also sprich, Zustände des Programms, die von meinem ursprünglich gedachten Algorithmus abweichen. Gut, angemessene Reaktion, es hört sich so schön an, das können verschiedene Dinge sein. Also bei einem logischen Fehler könnte man das Programm stoppen. Bei einem Bedienungsfehler könnte man ja sagen, ich brauche nicht das ganze Programm stoppen, sondern ich kann dem Benutzer erstmal sagen, also funktioniert das nicht, gib doch mal was anderes ein, ne, so ein Hinweis. Oder wenn ich ein Problem mit der Laufzeitumgebung habe, könnte ich das dem Hinweis, dem Anwender sagen und sagen, also du hast zu wenig Speicher zur Ausführung dieses Programms, du musst irgendwelche Einstellungen ändern. Und stoppe das Programm dann erst. Ne? Hilfreich an der Stelle wäre natürlich, wenn das Programm vorher noch eine Sicherungskopie macht, ne, von dem, was es da so gerade tut, dann kann man eventuell damit weiterarbeiten. Ne? Wenn Sie sich jetzt irgendwie Word vorstellen, das stürzt ab, wäre schon geschickt, wenn es vorher nochmal abspeichern würde. So, wie sieht das aus? Also wir haben im Prinzip zwei Stellen im Programm. Das eine ist das sogenannte Werfen der Exception, das andere ist das Fangen der Exception. Wir arbeiten eigentlich immer ganz normal die Programmsequenz so ab, wie wir sie programmiert haben. Und erst dann, wenn wir eine Ausnahmesituation vorfinden, dann werfen wir so eine Exception. Die Syntax habe ich hier unten mal aufgeschrieben. Es gibt also diesen Try und dann wieder diese geschweiften Klammern. Das heißt, alles, was dazwischen steht, wird ausgeführt. Und wenn da was schief geht, dann wird eine Exception geworfen. Und deshalb gibt es unten diesen Catch-Block. Da sieht man in den Klammern, welche Exception gefangen wird und dann kann man da, wo Exception Statement steht, entsprechend darauf reagieren und kann entsprechend Maßnahmen noch reinprogrammieren. Also funktioniert das Ganze so, dass er eben diese Statements ausführt. Wenn dabei ein Fehler auftritt, dann werden die Anweisungen aus dem Exception Statement ausgeführt und wenn er keine passenden Catch-Block findet, dann gibt er die Exception weiter. Das hat natürlich einen entscheidenden Vorteil, dadurch, dass alle Komponenten, die Sie in der Java-Laufzeitumgebung finden, sich an dieses Schema halten, werden die natürlich, wenn es Probleme gibt, auch Exceptions werfen. Das heißt, wir müssen dann einfach nur die entsprechenden Catch-Blöcke schreiben und können entsprechend reagieren. Sie sehen schon, ich habe gesagt, da steht passende Exceptions, also es gibt quasi für jede Fehlerart, kann man einen eigenen Exception-Type definieren. Das funktioniert im Prinzip ganz normal durch Vererbung. Wir können das selber machen, wir können aber auch die nehmen, die in der Java-Laufzeitumgebung schon vordefiniert sind. Da gibt es eine ganze Reihe von Exceptions, die schon da sind. So, schauen wir uns mal ein einfaches Beispiel an. Hier in dem Beispiel gibt es einen Objekttyp Rational. Und dann lege ich eine Variable an, die heißt R, und setze die auf Null, also auf nichts. In der nächsten Zeile mache ich jetzt System.out.println und dann versuche ich mit R.num auf ein Element in diesem Rational zuzugreifen. Das funktioniert natürlich nicht, das ist ja Null, also nichts. Und dann erscheint auf der Konsole, Sie sehen es da, Exception in Thread Main, Java Lang Null Pointer Exception at HelloWorld.main, HelloWorld Java Zeile 32. Das ist das, was Sie auch schon aus dem
Eclipse kennen, da werden die Exceptions entsprechend in Rot dargestellt auf der Konsole vom Eclipse. Und Sie sehen es, da steht ja auch schon Exception in Thread Main. Ja, das heißt also, da wird, da löst die Laufzeitumgebung so eine Exception aus und da könnten wir jetzt dann auch entsprechend drauf reagieren. Sie sehen auch, welche Exception das ist. Hier ist im Package java.lang und heißt Nullpointer Exception. Ja, das heißt so viel wie, ich habe irgendwas bekommen, was nichts war, also null, und dann hat jemand versucht, auf ein Element zuzugreifen. Wie könnte ich das jetzt abfangen? Also ich könnte Folgendes machen, ich könnte sagen, okay, ich definiere erstmal den Rational, dann schreibe ich so einen Try-Block, ne, in dem Try-Block schreibe ich system.out.println r.num. Ich weiß ja jetzt, dass der in dem Fall diese Exception auslösen würde, nämlich die Null-Pointer-Exception. Und dann schreibe ich in dem Catch-Block weiter unten Null-Pointer-Exception, dann kann ich der noch einen Namen geben, das funktioniert im Prinzip wie eine Parameterübergabe. Und dann kann ich in den unteren Block, also zwischen die beiden geschweiften Klammern, schreiben, wie ich darauf reagiere. In dem Fall jetzt mal System-Out-Println, ups, also ist irgendwie eine Fehlermeldung. Sie sehen aber gleichzeitig hier, dass diese Exception jetzt hier als quasi Parameter zur Verfügung steht. Das heißt, die kann jetzt noch Informationen über den Fehler mitbringen. Ja, die können da drin sein. Die Exception ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Objekt. Machen wir das mal an einem Beispiel. Wir schreiben mal eine Funktion, die ein Array in ein anderes kopiert. Ich habe jetzt hier mal einen Methodenkopf hingeschrieben. Ja, die gibt nichts zurück, heißt ArrayCopy und bekommt eine Source und eine Destination als Parameter übergeben. So, was müssten wir also tun? Gut, wir müssten da drin wahrscheinlich eine Schleife machen über die Source. Ja, ich habe jetzt mal hier die ganz normale Schleife, wie wir es bei der Zählschleife beim Array schon kennengelernt haben, also von 0, solange i kleiner ist als die Länge, und dann i++, also jedes Feld einzeln wird angesprochen und da drin schaue ich dann einfach nur, dass ich in das ite Feld der Destination, also den iten Eintrag aus der Source schreibe. Gut, dabei kann einiges schief gehen. Ja, es könnte ja zum Beispiel sein, dass die Destination kürzer ist als die Source. Ja, dann würde ja hier was schief laufen, denn dann würde ja irgendwann der Parameter i oder beziehungsweise hier der Index i außerhalb des Feldes liegen. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwo überlegen, dass wir hier so noch eine Exception werfen. So, das könnte man einfach machen, indem man sagt, okay, bevor wir überhaupt anfangen zu kopieren, schauen wir erstmal, ob die Länge der Source kleiner oder gleich der Länge der Destination ist. Ja, wenn das nicht der Fall ist, Sie sehen unten den Else-Block, dann werfen wir eine Exception. Und ich habe es eben schon gesagt, die Exceptions sind Objekte. Ja. Die ganz einfache Exception ist halt der Objekttyp Exception und der kann jetzt Informationen tragen. In unserem Fall, also der einfachste Fall ist, dass man dem Parameter einen String übergeben kann. Und in dem String steht halt drin, was das Problem ist. Ich habe jetzt hier mal einfach eingetragen, das Zielfeld ist kürzer als das Quellfeld. Gut, das ist natürlich jetzt eine Information für uns als Menschen lesbar. Für die Maschine ist es noch nicht wirklich hilfreich. Das müsste man dann gleich nochmal erweitern. Ganz wichtig ist, dass Sie jetzt oben, und das haben Sie bei dem Main auch schon gesehen, bei Main haben wir immer geschrieben throws IO exception, dass wir jetzt oben an den Methodenkopf noch dran schreiben throws exception. Das heißt, diese Methode kann unter Umständen eine Exception werfen. Ja. Das heißt, jeder, der die Methode aufruft, kann gleich erkennen, aha, da könnte eine Exception rausgeworfen werden, da sollte ich vielleicht noch einen Catch-Block schreiben, der sich mit dieser Exception auseinandersetzt. Das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen spezifischer machen. Ja, also in unserem Fall haben wir gesehen, wir hätten jetzt eben einfach nur reingeschrieben, das Quellfeld ist kürzer. Das ist natürlich nicht maschinell auswertbar. Da steht ja einfach nur ein Textstring drin. Also könnten wir uns einen eigenen Exception-Typ definieren. Ich habe das jetzt mal hier umgeschrieben. Sie sehen, oben steht jetzt nicht mehr throws exception, sondern throws array copy exception. Das ist jetzt quasi eine Exception, die ein Problem beim Kopieren des Arrays definiert. Nämlich unser Problem, was wir eben erkannt haben, dass die
Quelle länger ist als das Ziel. So, weiter unten, da wo das Throw steht, da sehen Sie jetzt, instanziere ich nicht mehr einfach eine Exception, sondern eine ArrayCopyException. Und die scheint jetzt einen anderen Konstruktor zu haben, denn die bekommt offensichtlich zwei Integer, nämlich die Länge von dem Source und die Länge von dem Destination. Weil das wäre die Information, die uns interessiert. Ne? Offensichtlich ist ja mit diesen Längen irgendwas nicht ganz koscher. Wie muss das aussehen? Also, ich habe es eben schon gesagt, so eine Exception ist ein Objekt. Das heißt, wenn ich jetzt ArrayCopyException werfen möchte, dann brauche ich dafür einen Objekttyp, eine Klasse. Und damit die auch wirklich geworfen werden kann, muss das eine Exception sein. Dafür gibt es ja das Mittel der Vererbung. Das heißt, hier schreiben wir das jetzt so hin, ArrayCopyException extends Exception. Ja, das heißt ja implizit auch, jede ArrayCopyException ist auch eine Exception. Gut, dann in den geschweiften Klammern kommen jetzt ein paar Attribute, also die Länge von der Source und die Länge von der Destination, weil das wäre ja das, was uns interessiert später. Ich habe die jetzt mal public gemacht, das heißt, jeder, der die Exception auffängt, bekommt die ja dann in diesem Catch-Block als quasi Parameter übergeben und er kann dann auf die Source-Lengths und auf die Source-Destination zugreifen. So, dann habe ich der ganzen Exception hier noch einen Konstruktor spendiert. Sie sehen, das sind jetzt die beiden Integer, die wir eben beim Instanzieren schon benutzt haben. Source Lengths und Destination Lengths. Und der ist ganz einfach implementiert. Der ruft nämlich den Konstruktor von Exception auf. Und da wir ja schon wissen, was das Problem ist, können wir also die Fehlermeldung hier gleich übergeben. Das Zielfeld ist kürzer als das Quellfeld. Und dann müssen wir natürlich noch die beiden Parameter, also Source Lengths und Destination Lengths, in die jeweiligen Attribute übertragen. Und dann ist diese ArrayCopyException ja komplett instanziert, wenn man den Konstruktor aufgerufen hat, und dann kann man die werfen. Wie das dann im Detail funktioniert, schauen wir uns dann in den nächsten Beispielen nochmal an. Wichtig ist einfach, sich zu merken, dass wir zur Laufzeit Probleme mit der Umgebung oder mit Eingaben, also die von außen auf das Programm einwirken, mit diesem Sprachmittel abarbeiten können. Ja, und dass wir da auch spezifisch, also unsere eigenen Probleme oder beziehungsweise Problemstellungen mit eigenen Exceptions bearbeiten können,